damit grüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen nach dem Spiel gegen die HSG Wetzlar. Zur Halbzeit stand es 13:19. Das Endergebnis lautet 27:20. Das alles vor den Augen von vor 4.418 Zuschauern. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer der HSG Wetzlar, Björn Seib, den Cheftrainer der HSG Wetzlar, Kai Wandschneider, unseren Cheftrainer Adalstein Eoson und unseren sportlichen Leiter Kevin Schmidt. Wie immer geht die erste Frage an den Gästetrainer. Herr Wandschneider, wie analysieren Sie das Spiel heute? Ja, das ist eine gute Frage. Guten Abend. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an Adli, an Kevin, an Erlangen zum natürlich absolut verdienten Sieg. Das war eine unkonzentrierte Vorstellung. Ja. Uns hat heute Energie gefehlt, das hat man gesehen. Wir haben eine Phase in der ersten Halbzeit gehabt, wo wir nochmal nach einem 9-4 Rückstand auf 9-8 rangekommen sind. Aber also die meisten Spieler von uns waren heute nicht da, ja? Also nicht konzentriert, nicht fokussiert, hatten keine Power. Muss auch sagen, dass Erlangen eine ganz starke Torwart- und Deckungsleistung hatte. Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Wir haben nicht gut weitergespielt gegen die 6-0, die sich in eine 3-3 oder 4-2-Deckung dann verwandelt hat. Und wir haben dann, wenn wir freie Bälle herausgespielt haben, sind wir gescheitert an Katsigianis. Wir haben 22 Fehlwürfe und wir haben 11 technische Fehler. Das ist eine, muss man wirklich sagen, eine ganz schwache Angriffsleistung von uns gewesen. Und das, was wir da in der ersten Halbzeit schon gesehen haben, hat sich dann in der zweiten Halbzeit nahtlos fortgesetzt. Da, wo wir wechseln konnten, hat sich das ausgezahlt. Holz hat ein wirklich gutes Spiel gemacht auf links außen. Till hat eine starke erste Halbzeit, Till Klimke im Tor gehabt. Bobby Marinovic hat dann das auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Also das war okay. Nils Zorbrügge war stärker heute als Anton Lindskog, aber wir konnten natürlich auf rechts außen, Rückraum rechts, überhaupt nicht wechseln. Ich will aber da, also ganz besonders Chucky, ja, Stefan Schaber, der heute wirklich einen schlechten Tag hat, in Schutz nehmen, weil er eigentlich die ganze Saison schon mehr oder weniger alleine auf dieser Position spielt. Und das ist klar, dass der Junge jetzt so langsam auch ein bisschen platt ist. Also wir... Ich kann das alles einordnen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir dann der eine oder andere Spieler etwas disziplinierter das Spiel zu Ende bringen. Ich glaube, wir sind nochmal auf 6 oder sowas rangekommen. Aber dann schließen wir vorne wieder zu früh ab und kassieren dann nochmal Gegentore. Das müssen wir disziplinierter zu Ende bringen, um hier Schadensbegrenzung, das war so ab der 40. klar, dass es nur noch darum geht, betreiben. Wir haben sicherlich auch, Erlangen hat ja, also bei uns hört es nicht auf mit den Verletzungen, bei Erlangen hat es Gott sei Dank irgendwann aufgehört, sodass eigentlich nur Teilinger heute gefehlt hat. Natürlich brauchen Spieler, die lange weg waren, das macht Adli ganz klug, brauchen dann auch wieder Zeit, um reinzukommen. Das haben wir heute bei Christian Björnsen gesehen, der lange ausgefallen ist. Der war heute tot, ja, das war gar nichts. Also bei Erlangen kommt jetzt so langsam die Mannschaft wieder zusammen, sodass ich einfach denke, dass sie, wenn sie dann vom Verletzungspech verschont bleiben, dann auch in der Rückrunde dann noch was rauflegen können. Und wir müssen mal abwarten. Ich hoffe, dass das irgendwann mal aufhört. Heute hat sich dann Joao Ferraz bei der Abfahrt verletzt gemeldet. Und insofern sind, denke ich, unsere 12 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt in okay. Und jetzt müssen wir aber sehen, dass wir in den verbleibenden 2 Saisonspielen gerade dann auch vor eigenem Publikum nächste Woche nochmal einen raushauen. Ich muss jetzt sehen, dass ich die Mannschaft aufbaue und die Dinge anspreche, die man egal wann, wo, wie dann besser machen muss. Dankeschön. Dankeschön. Adli, der 4. Sieg in Folge. Wo lag heute der Schlüssel zum Erfolg? Ja, guten Abend. Ich glaube, Kai hat da ein paar Worte am Anfang dazu gesagt. Die Deckung und natürlich die Arbeit von Katsianis im Tor, das war entscheidend. Also wo die Deckung einen Fehler gemacht hat, da war Katze zur Stelle, hat auch freie halt weggenommen, also diesen sogenannten Bonusbälle halt weggenommen.
Das war entscheidend, dass wir uns ein bisschen freischwimmen konnten am Anfang. Wetzlar kam dann nochmal auf 9-8, aber dann wiederholt sich gleich. Dominik kommt dann ins Spiel, der dann auch mit sehr frischem Wind im Angriff uns da ein bisschen einfache Tore halt gibt. Aber ich finde heute, dass die Abwehr bereit oder die Mannschaft, ja, wie die Mannschaft geackert und gearbeitet hat und auch mit welcher Disziplin auch in den strukturellen Hilfsstrukturen von Anfang an, das war beeindruckend heute. Da war ich sehr stolz drauf und das Tempo-Gegenstoßspiel am Ende war dann, wo jeder Fehler halt dann halt eiskalt gestraft geworden ist. Das war, glaube ich, der Unterschied heute. Das hat meine Mannschaft bravourisch gemacht. Ich bin sehr stolz auf die Leistung und freue ich mich, dass die das so gemacht haben. Auch heute, wo der Hauptsponsor seinen 70. Geburtstag feiert, dann war das ganz passend, dass wir pro Jahrzehnte ein Tor draufgesetzt haben. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Seib, wie lautet Ihr Fazit zum Spiel? Ja, erstmal schönen guten Abend und auch Glückwunsch von meiner Seite an HC Erlangen zum sehr verdienten Sieg. Mein Fazit. Ich glaube, wir haben heute einen gebrauchten Tag gehabt, eigentlich von Anfang an, mit einigen Spielern, die auch nicht annähernd an ihrer eigentlichen Normalform waren. Das kann man ein Stück weit zum Teil begründen. Ein Stück weit hat es mich auch etwas überrascht nach den Leistungen der letzten Wochen. Und dann sieht man ganz einfach, wenn eine ersatzgeschwächte Mannschaft keine Wechselmöglichkeiten hat, wie sich das am Ende des Tages auf 60 Minuten auswirkt. Und gleich in der Anfangsphase meiner Meinung nach, wo wir das Spiel noch eng gestaltet haben und auch richtig gute Ballgewinne haben, den Ball zum Teil fahrlässig weggeworfen, viel zu viele individuelle Fehler gemacht, um dann vielleicht auch schon mal zu Beginn in Führung zu gehen, was dann auch ein bisschen Selbstvertrauen und Rückenwind gibt. Da haben wir die Bälle eigentlich mehr oder weniger das ein oder andere Mal wieder hergeschenkt. Das tut natürlich dann weh und dann entwickelt sich, was sich entwickelt. Ich bin da auch total bei Kai und Stefan Czavo, der eine tolle Saison bislang für uns spielt, mit unglaublich viel Verantwortung, mit vielen wichtigen Toren und richtig guten Spielen. Da hätte es heute einfach eine Wechselmöglichkeit bedarf. Und dann ist man am Ende des Tages auch ein Stück weit hilflos, wenn man eben diese Wechselmöglichkeiten nicht hat. Und dann ergeben sich die Spiele, wie sie sich ergeben. Ich glaube trotz alledem, dass wir heute auf der Heimfahrt und auch morgen der ein oder andere nochmal drüber nachdenken, auch muss, wie er in so ein Spiel einfach reingeht. Und dann müssen wir weitermachen. Wir haben so eine Auf- und Ab-Saison. Wir müssen uns an vielen Dingen, wo man sich hat vorher festhalten können, vielleicht auch davon lösen, dass man sich eben noch nicht festhalten kann. Das wird sich aber entwickeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Und drüber nachdenken, Mund abputzen und im nächsten Heimspiel gegen Leipzig nochmal, wie Kai es gesagt hat, alles raushauen, dass wir uns nochmal mit 2 Punkten aus diesem Jahr verabschieden. Das wäre mein Wunsch. Danke. Dankeschön. Kevin, ihr bestreitet jetzt innerhalb von 6 Tagen 3 Spiele. Heute war das erste. Ihr konntet heute gegen Ende auch etwas durchrotieren. Wie geht es denn jetzt für den HC Erlangen weiter im Hinblick auch auf das Spiel jetzt am Dienstag? Ja, jetzt erst einmal kurz zurückblickend. Die Mannschaft wollte unbedingt den 4. Sieg in Folge. Das hat sie geschafft. Wie Kai schon angedeutet hat, dafür hatten wir fast den kompletten Kader zur Verfügung. Was uns heute auf jeden Fall zugute kam, wie du angesprochen hast, dass wir einfach rotieren konnten, weil wir jetzt gleich morgen haben wir nochmal Training, dann steigen wir Montag schon in den Bus, spielen Dienstag ein sehr, sehr wichtiges Spiel für den ganzen Verein, wo wir ins Final Four einziehen können, was natürlich was ganz Besonderes war, was Wetzlar letztes Jahr erleben durfte. Das heißt einfach zu regenerieren. Die Jungs wissen das, wir haben sie ja vor dem Spiel, nach dem Spiel nochmal darauf hingewiesen. Da geht jetzt unser voller Fokus auf Dienstag. Dann haben wir noch ein Heimspiel zu Hause gegen Friesenheim am Donnerstag. Also das Spiel war heute gut, um auch am Ende Kräfte zu schonen. Ja. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ja, Adli, ganz kurz die Frage, gab es irgendwas, was heute nicht funktioniert hat? Angriff gegen 4-2. Sah nicht so gut aus am Ende, aber auch einigermaßen verständlich. Vielleicht hätte man da eingreifen müssen, wo wir da den 3. oder 4. Fehler gemacht haben am Ende. Aber es ist normal in so einer Situation. Ich fand, wir haben teilweise sehr, sehr diszipliniert, sehr, sehr gut gespielt über das komplette Spiel und vor allem die Einstellung von den Jungs war vorbildlich heute. Wir haben gehört, es war ein
unterm Strich überraschend kraftsparender Sieg dann auch. Ist das optimal als Vorbereitung für diesen Dienstag, dass man deutlich gewinnt, Selbstbewusstsein tanken kann und vielleicht auch ein bisschen die Kräfte schonen kann sogar? Wie gesagt, wir reden von 14 Minuten, also 15 Minuten. Also für Steinert war das sicherlich ganz gut, dass er nicht decken musste oder wir haben ihn in Deckung geschont und dann halt auch in Angriff seine Pausen bekommen hat, weil er ähnlich wie Kavor in diesem Jahr eigentlich fast jedes Spiel 6 Minuten auf Höchstleistung halt bringen muss. Von daher war das sehr gut, ihm vor Dienstag eine Pause zu geben. Mich hat das sehr gefreut, auch für Dominik. Das war das gute Spiel hintereinander. Das heißt aber auch, dass wir Nico Bödel heute im Hinterhand hatten. Der hat dann gute Pausen gehabt. Also überall gab es positive Ansätze, wo die Jungs sich einfach ausgeglichen haben. Also von daher, war gut, dass wir auch ein bisschen pausieren und ein bisschen rotieren konnten. Das hatten wir halt vor. Natürlich ist das einfacher mit so einem Spielstand dann das zu machen, als wenn das auf der Kippe steht, das Spiel. Auch ein bisschen etwas zurückgeben können an Grochalla und an Murawski dafür, dass sie eben stillhalten in dieser zweiten Reihe, in der sie stehen? Situation, weil beide, Christopher Bissel und Selin, momentan in stechende Form sind, beide. Und es ist schwierig, habe ich mit beide gesprochen, die trainieren hervorragend und sind immer zur Stelle, sehr mannschaftdienlich. Und es ist immer, habe ich mit den beiden gesprochen, es ist schwierig, diesen Punkt zu finden, wo man in diese normale Rotation kommt mit dem Außen. Von daher war das heute gut, dass die erst einmal wieder halt rankommen. Und das ist ja auch das Ziel, dass wir diese Spielzeiten teilen, weil über das ganze Saison wird das schwierig, Spielern halt 6 Minuten pro Spiel spielen zu lassen. Wie geht's Peter Overby? Der musste ja dann 10 Minuten, Viertelstunde vor Schluss raus. Hat er offenbar irgendwie einen Schlag abgekriegt? Nee, der Peter hat ein bisschen mit dem Nackenmuskulatur Probleme gehabt jetzt in den letzten Wochen. Das war heute so einfach ein Schlag, also wo direkt diesen Kontakt auf den Nacken halt bekommt, wo dann ein blödes Jaura oder so ein komisches Bewegung halt auf dem Wirbelsäule kommt. Es war am Ende halt Vorsichtsmaßnahme, eben einfach zu pausieren. Aber Peter, was er heute geleistet hat, war schon, glaube ich, eine von seinen besten Abwehrspielen bis jetzt, muss man schon sagen, war eine überragende Leistung von Peter heute. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit danke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Wir sehen uns dann alle wieder schon am kommenden Donnerstag zur Black Night gegen die Eulen. Anwurf ist um 19 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und unseren Gästen natürlich einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.